Es war im Frühjahr 2021, als eine Frau zu uns ins Café kam. Es war gerade Lockdown-Zeit. Wir haben im Café auf To-Go umstellen müssen. Das bedeutet, es durfte niemand rein, und um sich hinzusetzen, um einen Kaffee zu genießen oder ein Stück Kuchen zu essen oder ein Mittagsmenü zu essen. Wir mussten alles im To-Go-Betrieb nur weitergeben, beziehungsweise für zu Hause zum Essen. Das war nicht einfach. Und diese Frau, die kam ins Café hinein und sie sah sehr traurig aus. Wir haben ihr zu verstehen gegeben, sie darf hereinkommen. Sie wird nicht gleich wieder nach Hause geschickt oder rausgeschickt. Wir wollten sie nicht wegschicken. Wir wollten ihr zuhören, und sie sagte, sie war froh, dass sie zu uns hinein durfte ins Café und dass wir sie eben nicht wegschickten wie alle anderen, denen sie begegnet ist. Sie sagte, in jedem Geschäft wird man abgewiesen, sie sind ja sowieso alle zu, und wo man rein darf, da darf man teilweise nur am Schaufenster und es wird einem zur Tür rausgereicht, was man möchte. Man darf nirgendwo rein, in kein Geschäft und keine andere Einrichtung. Alles war verschlossen. Und sie sagte, sie sei so einsam. Ihre eigenen Kinder sperrten ihr die Tür vor der Nase zu, weil sie Angst hatten, sich von ihr anzustecken. Und das, obwohl sie eigentlich gesund war. Sie fühlte sich als Ausgestoßene. Und so stand sie im Café und weinte. Solche Begebenheiten gab es in den letzten 24 Monaten wahrscheinlich zuhauf, massenhaft. Und wenn man heute in die Gesellschaft reinschaut und man sich mit einzelnen Menschen unterhält, wird einem das auch immer wieder bestätigt. Und viele sagen, dass sie an einer neuartigen Krankheit leiden, sie lautet Einsamkeit. Absolute Einsamkeit. Und wer Einsamkeit kennt, der wird wissen, das ist etwas, was in die Dunkelheit zieht, was die Seele sehr, sehr dunkel machen kann. Das Thema heute ist unberührbar oder ausgestoßen. Diese Frau, von der ich euch gerade berichtete, die fühlte sich so. Sie fühlte sich ausgestoßen, ganz alleine. Und interessant ist, dass die Bibel uns von solchen Begebenheiten berichtet. Nicht von einer Corona-Epidemie, aber sie berichtet uns von Menschen, die Ähnliches durchgemacht haben, innerlich seelische Nöte hatten, wie diese Frau, die wir eben in unser Kaffee hineingelassen haben. Und ich möchte uns einen kurzen Abschnitt aus der Heiligen Schrift lesen. Und wir werden diesen Abschnitt jetzt hier an der Wand sehen, und ihr dürft ihn sehr, sehr gerne mitlesen. Schaut mal. Und zwar steht das im Matthäus-Evangelium, Kapitel 8, die Verse 1 bis 4. Und wenn ihr vielleicht zu Hause nachgelesen habt, was wir das letzte Mal hatten, dann werdet ihr jetzt merken, das ist der unmittelbare Abschnitt danach. Ihr erinnert euch vielleicht an das Thema letztens, wie werde ich klug? Und wir hatten uns dieses Gleichnis angeschaut von den verschiedenen Fundamenten. Von einem Mann, der sein Haus auf den Fels baute, von einem anderen Mann, der sein Haus auf den Sanduntergrund gebaut hat. Und das, was wir hier lesen, das ist letztendlich eine Fortsetzung. Das schließt sich genau an das an, was wir gerade letztes Mal gelesen haben. Und ich lese uns das jetzt mal vor. Als er aber von dem Berg herabstieg, folgte ihm eine große Volksmenge nach. Und siehe, ein Aussätziger kam, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Und Jesus spricht zu ihm, sieh zu, dass du es niemand sagst, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und bringe das Opfer dar, das Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Interessant, was wir hier lesen.
Es ist eigentlich gar nicht so inhaltsschwer. Da gibt es gar nicht so viel dran, was man nicht verstehen kann. Ganz einfacher Text, ganz einfach geschrieben und so einfach auch zu verstehen. Interessant ist, dass die Bibel hier von einer Person Kenntnis nimmt. Und wir müssen uns einmal vergegenwärtigen, die Bibel ist Gottes Wort. Die Bibel ist von Gott gegeben für uns, damit wir lesen, was sein Wille ist. Und interessant ist, Gott nimmt sich Zeit, um in seinem Wort in der Bibel über eine einzelne Person zu berichten und das auch noch über eine Person, die eine Bezeichnung trägt, ein Aussätziger. So vorsichtig gesagt wurden ja, jetzt bessert es sich, Gott sei Dank, aber im letzten Jahr wurden manche als Aussätzige behandelt in unserer Gesellschaft, weil sie bestimmte Dinge nicht gemacht haben, weil sie sich vielleicht den Pix nicht geholt haben oder was auch immer. Und wir sehen, wie nah wir bei solchen biblischen Texten auch sind für die heutige Zeit. Und ich finde es so interessant, dass Gott sich Zeit nimmt, um uns von einer einzelnen Person zu schreiben. Im Vers 1 ganz oben, Satz 1 steht, dass Jesus vom Berg herabstieg und ihm eine große Volksmenge nachfolgte. Dann könnte man denken, beschäftigt er sich mit dieser großen Volksmenge, mit den Menschenmassen. Aber was macht er? Er lenkt die Blicke auf eine einzelne Person. Und das ist etwas, was in unserer Welt immer mehr in Vergessenheit gerät. Die einzelne Person, die einzelne Persönlichkeit, du als Person. Nicht um das ganze Volk, nicht um eine Menschenmasse, sondern um einen Einzelnen. Und so ist Gott. Und das möchte ich dir gleich am Anfang sagen, so ist Jesus Christus. Er sieht auf dich als einzelne Person. Gott nimmt sich Zeit für dich. Nun, wir erfahren nicht seinen Namen. Und ich habe auch nochmal nachgeschaut in anderen Stellen, die man als Parallelstellen nennt, also in den anderen Evangelien, wo darüber auch geschrieben ist, du findest keinen Namen. Wir finden auch nicht sein Alter. Wir finden auch nicht seine Herkunft. Wir lesen keinen Namen, lediglich nur eine Bezeichnung. Die Bezeichnung ist ein Aussätziger. Und vielleicht mal im übertragenen Sinn, das zeigt uns, dass diese Krankheit so schlimm war, dass sie den Betroffenen die Persönlichkeit raubte. Dass selbst der Name in Vergessenheit geraten ist. Nur noch die Bezeichnung ist wichtig, das ist ein Aussätziger. Der Name? Was ist Aussatz? Ich könnte jetzt viel sagen über diese Krankheit, das möchte ich aber gar nicht machen. Nur mal zusammengefasst, damit wir ein bisschen so wissen, worum es hier geht. Man sagt auch Lepra heute dazu. Eine Erkrankung der Haut, aber nicht nur der Haut. Es ist äußerlich sichtbar, der Aussatz ist also oberflächlich sichtbar, aber er ist eigentlich nach innen gerichtet. Wenn er nicht zum Stillstand kommt, wird er den ganzen Menschen betreffen, er wird den ganzen Menschen letztendlich in Beschlag nehmen und es geht durch den Menschen hindurch, bis er stirbt. Das ist eine ganz schlimme Krankheit. Das heißt also, Aussatz greift um sich. Und es fängt manchmal ganz klein an und breitet sich dann aus. Da gibt es im Alten Testament vieles zu lesen, was darüber beschrieben ist, was auch die betreffenden Leute tun sollten, wenn sie unter solchen Krankheiten litten. Und eine Folge war eben, derjenige musste sich in Quarantäne begeben. Er durfte nicht mehr mit den anderen Leuten zusammen sein. Er musste sich absondern, so würden wir das heute formulieren, so formuliert es das Gesundheitsamt. Die Absonderungsregeln, die man einhalten muss, eine bestimmte Zeit, 5 Tage die Kinder, 7 Tage oder 10 Tage die Erwachsenen, momentan noch, so ist es momentan die aktuelle Voraussetzung oder Vorgabe. Und wir finden das bei dieser Krankheit auch, nur nicht auf 5 Tage begrenzt, sondern eigentlich immer, solange diese Krankheit da ist, solange diese Krankheit an diesem Aussätzigen ist. Wenn jemand diesen Aussatz auf dem ganzen Körper hatte, sagte man, er ist aussätzig wie Schnee.
Ihr könnt gerne mal im Internet nachschauen, da gibt es Bilder dazu. Ihr könnt euch Fotos anschauen von Leprakranken, die im ganzen Körper so bedeckt sind damit. Das sieht nicht schön aus. Das ist wirklich ein schlimmer Anblick. Aber was letztendlich unterm Strich hier steht für diesen Mann, für diesen einen Aussätzigen, es steht der Tod. Diese Krankheit führt in den Tod. Und sie war eigentlich nicht heilbar. Und von der Religion damals, im Judentum, war es so, dass diese Person, die aussätzig war, auch kultisch unrein geworden ist. Deswegen musste eine Person, die Aussatz hatte, musste, wenn sie irgendwo unterwegs war, auf einem Feldweg unterwegs war und sah von Weitem andere Menschen auf sie zukommen, musste diese Person schon von Weitem rufen, ich bin unrein, ich bin unrein, ich habe Aussatz, ich habe Aussatz. Schlimm. Und dieser Aussatz, den diese Person hatte, die bewirkte also Trennung. Ja, also dieser Mensch, der hier beschrieben ist, der musste also irgendwo abgeschieden wohnen. Es gab Aussätzigendörfer, Aussätzigenwohnheime, würden wir heute sagen, wo nur die Leute zu Hause waren, die die gleiche Krankheit hatten. Gut, das soll reichen, um uns zu zeigen, wie ärmlich dieser Mann, der hier nur mit ein Aussätziger beschrieben wird, wie der eigentlich dran war. Und wir können uns vorstellen, was das bedeutete für sein Leben. Alle Menschen mieden ihn. Keiner wollte mit ihm irgendetwas zu tun haben. Und vielleicht war es sogar so, dass manche Menschen regelrecht vor ihm flohen. Weil als sie ihn gesehen haben und das Aussehen gesehen haben und auch diese kultische Unreinheit erkannten, die damit einhergeht, im Judentum damals, haben sie sich vielleicht aus dem Staub gemacht vor ihm. Und eigentlich durfte er ja gar nicht in Menschennähe kommen. Er musste sich eigentlich nur alleine aufhalten. Immer nur allein, für sich oder mit anderen, die ebenfalls aussätzig waren. Kannst du dir das vorstellen, was das bedeutet? Ich muss da immer an diese Frau denken, die das Café betreten hat, die gesagt hat, ich werde nirgendwo reingelassen. Ich werde fast behandelt wie ein Aussätziger oder wie eine Aussätzige. Meine Familie lässt mich nicht zu sich. Ich darf nicht mal mit meinen Enkeln sprechen. Können wir uns vorstellen, wie sich so ein Mann oder so eine Frau gefühlt haben muss, als sie das betroffen hat? Keine Familienfeiern, keine Geburtstage. Man durfte nicht einfach mal schnell zu den Kindern, kein Weihnachtsfest zusammen verbringen, kein Ostern, kein nichts. Was für eine Schmach hatte dieser Mann hier zu leiden? Und eben, er musste von Weitem schon zu erkennen geben, was er hat. Heute würden sie ihm wahrscheinlich ein T-Shirt anziehen oder eine Armbinde verpassen, wo entsprechende Vermerke drauf sind. Und damit war seine Würde, wo wir sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar, weil die Bibel das sagt, die Würde, die war weg. Die war wie weggepustet. Und wir wissen das ja von uns selbst, jeder Mensch, der schützt sich ja selbst. Und er gibt ja nur ungern zu, wenn er Schwierigkeiten in seinem Inneren hat. Jeder versucht sich zu schützen. Und wenn er eine Krankheit hat, die man nicht laut herum erzählt, dann versucht er das für sich zu behalten. Und hier war es so, diese Krankheit, die ihn betraf, die musste er nach außen heraus posaunen. Er durfte sie nicht mal für sich behalten. Wie hat er sich vielleicht geschämt? Und die Folge war eben, wie wir es schon gesagt haben, viele Menschen oder alle Menschen haben ihn gemieden und einen Bogen um ihn gemacht. Mit jeder Krankheit hätte er einen Arzt aufsuchen können und hätte Hoffnung gehabt, dass ihm geholfen werden könne, aber nicht mit Aussatz. Für Aussatz gab es keinen Arzt. Das heißt also, bei ihm war Hopfen und Malz sozusagen verloren. Keine Chance. Keine Chance. Heute sagen die Ärzte, ja, wenn du bestimmte Krankheiten hast und die sind in einem bestimmten Stadium, dann heißt es einfach nur, du bist austherapiert, bitte bleib zu Hause. Oder wenn es dann ganz schlimm kommt, dann musst du halt in ein Hospiz. So ist es heute. Und so war es wahrscheinlich auch mit diesem Mann. Unheilbar. Ein hoffnungsloser Fall. Gefangen in seiner Krankheit. Fix und fertig. Total erledigt. Wir können uns vorstellen, wenn wir uns in die Situation reinversetzen, mal diesen Menschen einfach so vor Augen haben, dass die Leute einfach auch das Dicke hatten, oder? Kann man sich das vorstellen?
Kanal voll, bis oben hin. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Was soll ich denn noch auf der Welt? Welchen Sinn hat denn mein Leben überhaupt noch? Wer kümmerte sich denn um ihn? Wer nahm denn Notiz von ihm? Für wen war er denn wichtig? Jeder Mensch will für jemand anderen wichtig sein. Es ist ganz normal, das ist in uns hineingelegt. Wir brauchen ein Gegenüber, einen Partner, einen Ehepartner oder einen Freund oder einen Bekannten oder einen engen Verwandten, der, für den wir etwas sind, dem wir etwas bedeuten, der Notiz von uns nimmt, der uns wichtig nimmt. Für diesen Mann war das nicht so. Vielleicht hat er sich gefragt, bin ich überhaupt für jemanden wichtig? Oder würde es am Ende überhaupt niemanden interessieren und niemanden stören und es würde vielleicht nicht mal jemand merken, wenn ich nicht mehr da bin? Kommt uns das bekannt vor? Ich höre sowas immer wieder, auch in Gesprächen mit Leuten, mit denen ich zu tun habe. Immer wieder kommen solche ähnlichen Sätze. Bin ich denn irgendwas wert? Interessiere ich denn irgendjemanden? Ist denn für mich überhaupt jemand da? Liege ich denn irgendjemanden am Herzen? Oder ist es völlig egal, ob ich lebe oder nicht? Vielleicht hast du diese Gedanken schon mal gehabt. Vielleicht hast du gerade in den letzten Tagen solche Gedanken gehabt, dass du dich gefragt hast, warum bin ich eigentlich da? Was soll denn das eigentlich alles? Und doch machte sich dieser Mann auf und ging zu Jesus Christus. Das heißt, die Hoffnung scheint er noch nicht vollends aufgegeben zu haben. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt, sagt man. Und das ist das, was der lebendige Gott auch in unsere Herzen hineingelegt hat, Hoffnung. Auch der ungläubige Mensch, der Jesus Christus nicht kennt, beziehungsweise ihm noch nicht vertraut und ihm nachfolgt, so wie es die Bibel sagt, auch er hat diese Hoffnung in sein Herz gelegt bekommen. Weil er macht letztendlich weiter. Er macht immer weiter. Auch wenn er im Elend sitzt und von sich sagt, was bringt das alles? Er macht weiter. Die Hoffnungslosigkeit ist dann erreicht, wenn sich ein Mensch das Leben nimmt. Und das ist ganz tragisch. Das heißt, die Hoffnung ist da bei diesem Mann und er macht sich auf und er geht zu dem einen, wo er denkt, bei dem gibt es irgendeine Hilfe für mich. Der lässt mich nicht einfach stehen. Und vielleicht kann ich ja mit dem reden, vielleicht komme ich ja an den ran irgendwie, an diesen Jesus, von dem alle sprechen. Und vielleicht gibt es irgendetwas, was er machen kann, um mir zu helfen. Das heißt, der Funken Hoffnung war da und dieser Funken, der entzündete sich zu einem Feuer, denn er begab sich auf den Weg, er wollte Jesus sehen. Und ihm wurden die Augen geöffnet, dass es Hoffnung gibt und dass er dranbleiben muss, damit diese Hoffnung in die Tat umgesetzt wird in seinem Leben. Darf ich dich mal fragen, ob du vielleicht in letzter Zeit eine Phase hattest, wo du grundsätzlich gesagt hast, also ich weiß auch nicht, was los ist, ich komme nicht mehr so richtig voran. Ich habe irgendwie, ja, mit der Hoffnung ist es gerade nicht so weitergeholt. Vielleicht ging es dir in der letzten Zeit mal so. Und ich glaube, dass das bestimmt so war. Denn die letzten 2,5 Jahre, die waren alles andere als einfach. Und manche Ergebnisse sieht man erst jetzt, wenn es wieder ein bisschen heller wird draußen oder wenn manche Beschränkungen zurückgefahren wurden. Da sieht man trotzdem manche Ergebnisse von den letzten 2,5 Jahren, weil einfach die Leute kaputt sind. Weil sie einfach K.O. sind. Weil sie einfach keine Hoffnung mehr haben oder wenig Hoffnung haben. Ich frage dich das jetzt, weil ich dir sagen möchte, dass es Hoffnung gibt. Es gibt diese Hoffnung. Du hast sicher keinen Aussatz, wie dieser Mann. Du hast sicher nicht diese Situation wie dieser Aussätzige vor dir. Dass du am ganzen Körper vielleicht diese Male hast, wo du schon von Weitem erkannt wirst als derjenige, der so krank ist. Aber vielleicht hast du etwas in deinem Inneren, in deinem Herzen, wo du sagst, dass das quält mich, damit quäle ich mich ab.
Das lässt mich nicht in Ruhe. Wo du sagst, ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Und vielleicht hast du erst gestern oder vorgestern da gesessen und hast gesagt, ich schaff's nicht mehr. Und dann hast du eine Nacht geschlafen und dann sah es schon wieder ein bisschen anders aus. Ja, solche Situationen haben wir. In solchen Phasen leben wir, weil wir Menschen sind. Und doch will ich dir sagen, es gibt Hoffnung. Schau, was der aussätzige Mann hier macht. Er kommt und geht zu Jesus. Und das will ich dir sagen, wenn du willst, dass dir geholfen wird, dann musst du zu Jesus kommen. Wie dieser aussätzige Mann, von dem wir gerade gelesen haben. Wenn du willst, dass deiner Seele geholfen wird, dann musst du eins tun, du musst dich aufmachen und du musst zu Jesus gehen. Es gibt keinen anderen Weg, es gibt auch keinen anderen Arzt, es gibt keine andere Hilfe, nur Jesus Christus. Und dann haben wir diesen zweiten Satz, der Aussätzige kommt und er fällt vor ihm nieder und er spricht, Herr, wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Du kannst mich reinigen, wenn du willst. Schau mir mal genau hin. Wenn du willst. Der kommt nicht hin, vor Jesus hin und nun mach mal, ich habe gehört, du kannst das, nur aber los. Nein, der geht ganz behutsam. Er kommt. Und was macht er zuerst? Er fällt vor ihm auf die Knie. Er fällt vor ihm hin. Das heißt, er zeigt damit, wer er ist und wer dieser Jesus ist. Er gibt damit zu verstehen, dass er unter Jesus steht. Er erkennt damit, dass dieser Jesus etwas Besonderes sein muss. Nicht einfach nur Mensch, sondern viel, viel mehr. Und dann sagt er zu ihm, wenn du willst, nicht mach mal jetzt bin ich an der Reihe und jetzt geht's um mich, sondern wenn du willst. Das ist wie mit zitternder Stimme formuliert. Und wisst ihr, was er damit sagt? Im Grunde sagt er doch damit, ich habe doch eigentlich keinen Anspruch auf deine Hilfe. Ich komme einfach zu dir. Ich lege dir meine Not hin. Und wenn du es für richtig erachtest, dann kannst du mir helfen. Und dann ist es gut. Dann befreist du mich von meiner Last. Und wenn du es nicht tust, dann bleibe ich in meinem Elend. Das ist so im übertragenen Sinn, was dieser Mann hier sagt. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Der Mensch ist Teil der Schöpfung, der den Bruch mit Gott verursacht hat. Nicht die Tiere, nicht die Sterne, nicht die Pflanzen, sondern der Mensch hat dem Schöpfer ins Angesicht gespuckt im Garten Eden. Und damit sind wir alle betroffen, von Adam und Eva her. Obwohl wir wissen, obwohl wir wissen, dass wir eigentlich die Aussätzigen sind, das ist ja auch ein Text, ein Abschnitt, wo wir uns wiederfinden sollen. Obwohl wir wissen, dass wir eigentlich die Aussätzigen sind, benehmen wir Menschen uns oft wie Könige und sagen, ja, mir steht das alles zu. Ja, Jesus, nun mach mal. Ja? Nein. Der Mann hier wusste, dass ihm nichts zustand. Und dass alles, was er empfangen würde, Gottes Gnade ist. Wie begegnest du Jesus Christus, wenn er dich anspricht? In welcher Haltung trittst du ihm gegenüber? In einer fordernden Haltung, in einer Haltung mit Ansprüchen oder kommst du auch zu ihm und erkennst an, wer er ist und sagst, ja, wenn du willst, kannst du das tun in meinem Leben und wenn du willst, kannst du mir helfen, wenn du willst, kannst du mich gesund machen, wenn du willst, kannst du mir Kraft geben. Dann zeigen wir damit, wer er ist, dass er Gott ist und dass wir Menschen sind, die er geschaffen hat und die völlig von ihm abhängig sind. Wenn du willst, drückt also Bescheidenheit aus. Jeremia im Alten Testament schrieb einmal, heile mich, Herr, so werde ich geheilt. Also Gott, es geht von dir aus. Bitte, Herr, heile mich, dann kann ich gesund werden. Wer kann sich selbst heilen?
Niemand. Das sagt alles. Also, wenn du, Herr, willst, dann geschieht es. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Ja, Jesus ist der eine Gott, der über allem thront und der in der Lage ist, zu helfen. Und wie reagiert er? Schauen wir mal, was Jesus hier macht. Er streckte die Hand aus. Er rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Schauen wir mal genau hin, was hier steht. Er hat erst gehandelt und dann gesprochen. Erstaunlich, oder? Er hat sofort reagiert mit seiner Hand. Zuerst kam die Hand und dann hat er gesprochen. Nicht, ja, nun warte mal erstmal ab und stellst du dich bitte erstmal vor, wer bist du eigentlich, was willst du denn von mir? Nein, er kennt doch sowieso das Herz, er kennt doch dein Herz sowieso, wie meins. Er muss uns nicht fragen, wer wir sind, das weiß er. Er muss auch nicht fragen, wie wir ticken und wie wir denken und was wir über andere Menschen vielleicht denken oder was wir gerade getan haben, ob gut ist oder schlecht ist, das weiß er sowieso. Und er ist so gnädig, dass er die Hand trotzdem ausstreckt. Dass er die Hand ausstreckt. Es heißt einmal im Lukas-Evangelium, Kapitel 7, Vers 13, dass er innerlich bewegt ist. Innerlich bewegt über die Not dieses Aussätzigen. Und er streckt seine Hand aus. Wisst ihr, dass das eigentlich verboten war? Das war verboten. Das war ein absolutes Tabu. Der durfte gar nicht berührt werden. Das war ein Unberührbarer. Daran durfte man nicht mal denken. Hinter vorgehaltener Hand hat man getuschelt, halt dich bloß fern von diesem Abschaum. Und Jesus streckt die Hand aus und berührt den Mann. Das ist Gnade und das ist Barmherzigkeit Gottes. Das ist einfach wunderschön. Das ist einfach herzergreifend. Auch das Alte Testament ist es, was in Jeremia, Prophet Jeremia, Kapitel 32 sagt, Gottes ausgestreckter Arm hat das Universum geschaffen. Nochmal, Gottes ausgestreckter Arm hat das Universum geschaffen. Und schaut mal, was hier steht. Jesus streckt die Hand aus oder streckt den Arm aus. Jesus ist Gott. Die gleiche Person, die mit ausgestrecktem Arm das ganze Universum geschaffen hat, streckt jetzt die Hand aus und berührt diesen Aussätzigen. Das kann man überhaupt nicht begreifen. Das ist Wahnsinn. Gott sprach, das Universum entsteht und es war da. Und die gleiche Hand berührt jetzt diesen Mann. Die gleiche Hand will dich berühren, will dein Herz anrühren und dich heilen, dich reinigen. Das ist so faszinierend und das verschlägt einem eigentlich die Sprache. Heilig trifft auf unheilig. Und diese Kluft war nur überbrückbar durch das Kreuz, durch Jesus Christus. Oh, hier kann man es ganz schlecht lesen. Könnt ihr es entziffern, trotzdem noch, was da steht? Der Aussätzige sagt, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und wisst ihr, jetzt komme ich zum Ende. Aussatz ist in der Bibel ein Hinweis für Sünde. Und es ist ganz interessant, dass hier steht, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Nicht, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Das ist ein ganz großer Unterschied zwischen gesund machen und gereinigt werden. Das ist nicht das Gleiche. Gereinigt muss ich werden von der Sünde in meinem Herzen. Und der Aussatz, der ist im Grunde ein Bild, ein Hinweis für die Sünde, mit der ich auf die Welt gekommen bin und Reinigung brauche. Das heißt, jeder Mensch ist im übertragenen Sinn ein Aussätziger, der zu Jesus hin muss, soll und ihn bitten muss, Herr, wenn du willst, reinige mich von meiner Schuld. Und Jesus sagt, ich will, sei gereinigt. Und diese Kluft, diese unüberbrückbare Kluft, die wurde überbrückt durch das Kreuz. Von oben nach unten, weil Jesus auf die Erde kam, um uns zu befreien. Und was geschah mit diesem Mann? Er wurde gereinigt. Er wurde
gewaschen, er wurde gereinigt und auch geheilt, natürlich. Wenn Jesus dein Herz reinigt von der Sünde, dann wird er dein Herz auch heile machen. Das gehört also zusammen. Dann heilt er deinen Schmerz, deinen Zweifel, deine Ängste. Das heißt nicht, dass alles weg ist. Aber er hilft dir, dass du damit klarkommst. Er hilft dir, dass du damit leben kannst und dass es auch schrittweise besser werden kann. Deswegen möchte ich dich bitten, dass du, wenn du was hast in deinem Inneren, wenn dich was quält, geh damit zu Jesus Christus. Es ist das Beste, was du machen kannst. Der gesamte Aussatz dieses Mannes war weg. Und er war jetzt kein Unberührbarer mehr. Kein Ausgestoßener mehr. Das war ab jetzt nicht mehr. Jetzt hat etwas ganz Neues begonnen. Er hat ein neues Leben bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Leben hat für ihn jetzt neu begonnen. Er konnte wieder zu seinen Lieben, zu seinen Familienmitgliedern, er konnte wieder auf dem Markt einkaufen gehen, er konnte wieder nach draußen, er musste sich keine Sorgen mehr machen. Und genau das passiert, wenn du zu Jesus Christus kommst. Das heißt nicht, dass du dir keine Sorgen mehr machst, aber du darfst sie abgeben. Du darfst wissen, dass Jesus der Herr deines Lebens ist, der dir deine Schuld vergeben hat und dem du nachfolgen kannst. Und mit ihm an der Hand gehst du, auch wenn es auf der Welt immer schlimmer wird, du gehst trotzdem in eine helle Zukunft, weil die Bibel das sagt. Und weil du im Himmel ankommen wirst, an dem Ort, wo man eigentlich sagen muss, es ist die neue Erde, die irgendwann kommen wird, weil Gott sie vorbereitet hat, all denen, für alle die, die ihm nachfolgen, die ihn lieben, die Vergebung ihrer Sünden haben. Jetzt war also was ganz Neues geschehen. Jetzt war er von Gott angenommen. Und das Gleiche gilt für dich. Wenn du dich aufmachst wie dieser Mann und mit deiner Not, die du hast, zu Jesus Christus gehst. Der Frau, die vor langer Zeit im Kaffee war, der es so ging, konnten wir Ähnliches sagen und auch was mitgeben zum Lesen. Und unser Gebet ist, dass sie das versteht. Wir haben sie nie mehr wieder gesehen bis jetzt. Vielleicht kommt sie nochmal, mal sehen. Aber jedenfalls gilt dir das, wenn du zu Jesus gehst mit deiner Not. Ja, ich danke euch jetzt für eure Aufmerksamkeit. Wir hören noch ein kurzes Musikstück und dann freue ich mich, Klaus, dass du da bist. Aber jetzt verschnaufen wir noch mal kurz und schauen uns und hören uns das an. So, bitte, Klaus, danke. Ich nehme mal meinen schlauen Zettel. Also du hast das Angewärmte jetzt von mir bekommen. Ich nehme das Kalte. Auch wenn ich keine kalten Hände habe, aber ist immer angenehm. Okay. Ah, jetzt blendet mich. Also ich sehe euch überhaupt nicht jetzt. Oder, ja. Nee, okay. Gut. Klaus, also wir freuen uns, dass du gekommen bist. Und wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und ich freue mich, dich zu kennen. Also ich denke immer gerne an unsere Begegnungen zurück. Ja, vielleicht kannst du uns kurz erstmal was sagen, so zu dir, zu deiner Familie, wo du herkommst und vielleicht, wenn du willst, natürlich nur dein Alter verraten. Ja. Das ist kein Problem, denke ich mal. Mein Name ist Klaus Siedler. Ich komme aus Kuschöner, bin dort in der Brüdergemeinde Kuschöner beheimatet. Und ja, meine Familie, ich habe meine Frau Anke, die ist Kinderkrankenschwester, aber aufgrund unserer 5 Kinder und zurzeit 2 Pflegekindern ist sie natürlich zu Hause und managt so den Haushalt und alles, was so dazugehört. Ach so, und das Alter, ja, das ist ganz wichtig. Ich werde dieses Jahr 53 Jahre. Okay, ja, vielen Dank. Wir haben hier ein paar Bücher liegen. Schaut mal, der ein oder andere kennt dieses Büchlein. Du hast selber auch Lebenswende. Also Klaus hat beigesteuert seinen Lebensbericht in dieses Buch. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch das gern mitnehmen und nochmal genauer nachlesen. Ja, deine Kindheit, die war nicht so einfach und deine jungen Jahre. Das ist richtig. Ich fange einfach mal von vorne an. Und zwar, ich bin letztendlich als 4. von 4 Kindern im Hause meiner Eltern geboren.
Und mein Vater, aufgrund von wirklich sehr schweren Kriegs- und Nachkriegserlebnissen, war zu meiner Geburt schon ein Alkoholiker, ein sogenannter Quartalstrinker. Das heißt, mein Vater konnte über Wochen, Monate ganz hart arbeiten, in denen er auch trocken blieb, und er hat da auch immer wieder vom Chef gesagt bekommen, was er für ein guter Arbeiter ist. Aber wenn die andere Phase kam, war es genau umgekehrt. Da hat er über Monate, Wochen, Tage sich besinnungslos getrunken, hat nicht gearbeitet, hat fürchterliche Dinge da angestellt. Und ja, das war nicht ganz so einfach. Und wie hatte ich das als Kind, wie bist du damit umgegangen? Also es war so, dass wir als Kind, wenn der Vater diese Phase des Trinkens hatte, da wussten wir oft gar nicht, wo er abgeblieben war. Die Mutter hat uns dann manchmal losgeschickt oder sehr oft eigentlich losgeschickt, hat gesagt, geht mal da und dort in die Gaststätten gucken, in die Kneipen, da könnte er sitzen. Nun war das immer ein bisschen eine peinliche Angelegenheit, weil wir hatten ja nicht einmal das Geld, dort reinzugehen und zu sagen, wir kaufen eine Limo und dann gucken wir mal vorsichtig in die Runde. Und wir sind dann immer losgezogen, haben den Vater gesucht, und wenn wir ihn gefunden haben, dann haben wir ihn natürlich auch bekniet und haben gesagt, Vater, komm nach Hause, komm, wir warten auf dich, wir brauchen dich und so weiter. Er hat immer gesagt, ja, ja, geht mal schon vor, ich komme gleich. Ist aber in Wahrheit nie gekommen. Eine einzige Ausnahme war, dass wir einmal in der Gaststätte waren und er war so sturzbetrunken, dass wir ihn mit nach Hause nehmen sollten. Aber als Kinder, ich war damals schätzungsweise 5 und mein ältester Bruder war dann 12, und wir hätten ihn gar nicht nach Hause bekommen. Und da hat uns der Wirt einen Leiterwagen geborgt. Und da sind wir durchs halbe Dorf mit unserem betrunkenen Vater langgezogen und haben uns so versucht zu positionieren, dass uns die Leute nicht sehen, aber das ist natürlich, jeder hat's gesehen und das war schon recht unschön. Und wenn mein Vater dann irgendwann nach Hause kam, da gab's natürlich Streit. Meine Mutter hat natürlich immer wieder ihm ins Gewissen geredet oder versucht, und das war natürlich in der Phase, da ist mein Vater ausgeflippt und hat er oftmals Möbel kurz und klein geschlagen und auch die Mutter geschlagen. Und wir Kinder haben, da waren da eher sicher, das hat er nicht gemacht, hat er uns nicht an uns vergriffen, aber wir haben das natürlich alles mitgekriegt. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich als Kind selber sehr aggressiv wurde. Es kam zum Beispiel mal die Sache, dass meine Mutter ins Krankenhaus musste. Sie wurde von ihren eigenen Eltern damals gewarnt, du kannst diesen Mann nicht heiraten. Der wird dir viel Kummer bringen, weil er schon in den 60er Jahren angefangen hat zu trinken durch die Nachkriegserlebnisse. Und sie hat damals, ja, wie soll ich sagen, in einer jugendlichen Trotzphase mit dem Fuß ausgestampft und hat ihrem Vater, der ein gläubiger Mann war, hat gesagt, kannst sagen, was du willst, ich heirate ihn trotzdem. Ich mache, was ich will. Und das hat sie dann auch getan, und ja, das Problem war ihm dann wirklich, dass das mit der Tränkerei immer schlimmer wurde. Sie musste eines Tages mal wieder ins Krankenhaus, weil sie aufgrund dieser großen Belastung, 4 Kinder, mein Vater brachte keinen Lohn nach Hause, musste sie arbeiten gehen. Wir 4 Kinder waren auf uns völlig allein gestellt und haben natürlich unseren Tag so verbracht, wie wir es dachten. Und das denke ich persönlich, dass das meine Mutter sehr herrisch und auch launisch und ja, manchmal auch schon bösartig gemacht hat und auch letztendlich krank. Und das führte dazu, dass sie irgendwann auch wieder ins Krankenhaus musste. Und wir Kinder sollten eigentlich zum Großeltern gehen. Mein Großvater war damals aber schon ein hochbetagter Mann von über 70. Und ich, aufgrund meiner Aggressivität, sollte ich beim Vater bleiben. Und der Vater sagte damals, du wartest jetzt hier, ich komme wieder. Und das war das Letzte, was ich von ihm gehört habe. Ich höre bis heute noch, wie das Schloss sich drehte, wie er zugeschlossen hatte, und dann war er verschwunden. Und ich kann heute nicht mehr hundertprozentig sagen, waren es 4 Tage, waren es 5 Tage, aber ich sehe noch immer den Mond aufgehen, den Mond untergehen, die Sonne aufgehen, ich sehe die Nachbarn am Fenster vorbeimarschieren, und nach 5 Tagen, ich sage jetzt mal 5 Tage, kam mein Großvater und hat mich befreit.
Und ich werde das nie vergessen, was ich damals empfunden habe. Mein Großvater war ein armer Mann eigentlich mit einer kleinen verhinderten Rente. Und das Erste, was er gemacht hat, ist in Konsum gegangen und hat mir eine Bockwurst gekauft. Das war für mich ein absolutes Highlight, weil ich das bis dahin auch nicht kannte. Und ich kannte es auch nicht von meinem Großvater. Und dann gab es noch ein Eis oben drauf, so ein kleines Becherchen hier. Und das war für meinen Großvater eine Rieseninvestition. Aber ich bin heute dankbar und ich habe an meinem Großvater sehr, sehr gehangen. Und ich sage aus heutiger Sicht, er hat mir das Leben gerettet. Und das in mehrfacher Hinsicht, weil, wie gesagt, er war ein gläubiger Mann. Er hatte so eine kleine Hausgemeinde und in die nahm er mich nun auch immer mit. Und dort wurde ihm erzählt, dass von Gott und Gott wäre ein liebender Vater. Und ich habe immer gesagt, den will ich nicht. Ich will keinen Vater, den ich nicht sehen kann. Ich will einen Vater wie meine Schulkameraden. Ich will ihn haben, der mich in meinen Arm nimmt, der mich drückt, der mich lieb hat. Und Gott, wo ist Gott? Ich kann den doch gar nicht sehen. So waren meine kindlichen Dinge eigentlich. Ja, und so zog sich das eigentlich die ganzen Jahre hin, bis zu dem Zeitpunkt auch die mit der Trinkerei, wie gesagt, das wurde auch immer schlimmer. Und mein Großvater und auch Verwandte, die in Westdeutschland lebten, haben uns unterstützt, als mein Vater dann 1980 wäre es gewesen, ins Gefängnis kam aufgrund seiner Alkoholsucht, seiner Arbeitsbummelei und weil er unter der Trunksucht natürlich auch kriminell geworden ist. Und das hatte dazu geführt, dass er ins Gefängnis kam. Das war natürlich wieder eine ganz, ganz furchtbare Zeit für uns. Die Mutter ist darunter so schwer krank geworden, dass sie auch nicht mehr arbeiten gehen konnte. Und das bedeutete, dass wir wirklich Mangel gelitten haben. Und hätten uns damals Verwandte aus dem Westen, die haben dann Bohrmaschinen geschickt, die wir hier verkaufen konnten und Lebensmittelpakete, dann hätte das noch ganz schlimm für uns enden können. Und eine Sache muss ich sagen, dass ich dann wirklich auch in dieser Zeit angefangen habe zu klauen. Also das war für mich, ich dachte, ich muss meiner Familie irgendwie helfen. Und ich weiß nicht, die Eltern erinnern sich vielleicht dran, zu DDR-Zeiten gab es so große eiserne Aschenkübel, da hing so eine Blechmarke dran für die Abfuhr der Asche. Und da bin ich durchs ganze Dorf gezogen und habe dort 50 Aschemarken geklaut. Das war damals ein Wert von 50 Mark. Also es war sehr, sehr viel. Und ich dachte, Mensch, wenn da, dann braucht meine Mutter keinen Müll mehr zu bezahlen. Und ich habe dann im Laden geklaut, bis ich immer erwischt wurde und so weiter. Und da hat meine Mutter mich, also ich sag mal heute, ihr sind die Nerven durchgegangen. Was ich als Vater heute auch durchaus verstehen kann, ich will ihr das nicht, anrechnen, aber da hat sie mich mit einem Teppichklopfer so schlimm gehauen, da konnte ich wirklich nicht mehr gehen und nicht mehr stehen, also da hatte ich am ganzen Körper Striemen. Aber das war mir eine Lehre, insofern, dass ich gesagt habe, okay, klauen ist nicht die schlauste Überlegung und da habe ich dann mit 12 Jahren angefangen zu arbeiten. Ich habe angefangen in der Küche, in der Schulküche, dort habe ich hunderte Zentner Kartoffeln reingeschleppt, Kohlen reingeschleppt und der Koch, der war immer ganz begeistert, wenn ich kam, die anderen spielten Fußball, ich habe und machte eine Schulaufgaben, die ich nicht machte und ich habe ihm immer geholfen. Dann bin ich nachts um 1, Samstag habe ich Schule geschwänzt, bin ich nachts um 1, 6 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren zu einem Bäcker nach Jonsdorf und habe dort gearbeitet und das Geld habe ich dann immer meiner Mutter gegeben, damit wir im Prinzip oder sie ihre Rechnung oder unsere Rechnung bezahlen konnte. Ja, das geht natürlich auf Dauer nicht unbedingt immer gut. Aufgrund der Aggression, die ich eben auch hatte, also es genügte häufig auch nur ein falscher Blick oder ein falsches Wort und ich bin dann völlig ausgerastet, habe andere Kinder verprügelt und zusammengeschlagen und da wurde ich in der 3. Klasse strafversetzt, kam ich in eine andere Klasse. Das hat mich fürchterlich geärgert, aber ich kriegte mich irgendwie nicht unter Kontrolle. Ich habe so weitergemacht, wie ich drauf war und das führte letztendlich dazu, dass ich in der 7. Klasse sogar in eine andere Schule musste. Und ich ging dort aber bloß eine Woche hin, weil ich dachte, nee, dort gehe ich nicht, da gefällt es mir nicht. Bin ich immer wieder in meine alte Schule gegangen. Und letztendlich war es so, in der 9. Klasse, da hatten sie die Nase voll und da bin ich rausgeflogen.
Ja, es war noch so, dass wo mein Vater im Gefängnis war, da wurde mir im Dorf immer Knastsöhnchen hinterhergerufen. Die Mama, die hat immer gesagt, sagt, der Vater ist auf Dienstreise. Ja, nur wussten die das ja natürlich im Dorf, die wussten das natürlich besser, dass da, was die Dienstreise eigentlich war. Das war JVA Görlitz, ne? Und das hat auch dazu geführt, dass ich immer wieder in Schlägereien verwickelt wurde, weil ich mir das hab nicht gefallen lassen. Ich fing an, meinen Vater auf eine bestimmte Art und Weise an zu hassen, weil er, wenn er auf Arbeit ging und ich kam aus der Schule, wir kreuzten uns praktisch auf dem Schulweg und er ging an mir vorbei, als wäre ich ein völlig Fremder. Er grüßte nicht, ich Kopf runter an mir vorbei und ich kann mich auch nicht erinnern, dass er einmal mit mir gesprochen hätte oder irgendetwas Liebes zu mir gesagt hätte. Da kann ich mich einfach nicht dran erinnern. Und als er dann im Gefängnis war, da sagte dann auch eines Tages eine Lehrerin, ja, die sicherlich genervt war von mir, sagte zu mir auch Knastsöhnchen. Und da habe ich ihr das ganze Auto, den Auspuff habe ich ihr mit Kartoffeln vollgesteckt. Und sie konnte natürlich das Auto nicht fahren und war schon ein erheblicher Aufwand, das Auto wieder flott zu machen. Aber das war so damals meine Rache, ne? Und so lebte ich auch. Ich dachte, ja, wenn ihr mich ablehnt und wenn ihr mich nicht wollt, ich kümmere mich schon. Und so merkte ich doch ziemlich bald, dass ich einerseits meinen Vater hasste, aber andererseits auch verzweifelt liebte. Und dieser Zwiespalt, das war für mich so schlimm, dass ich damit überhaupt nicht zurechtkam. Ich habe nachts nicht mehr geschlafen, weil ich immer gewartet habe, kommt er nach Hause, hatte ich einerseits Angst, dass er kommt, weil er dann im zunehmenden Alter dann oder im Laufe der Zeit dann auch mich als Kind auch nachts rausgeholt hat und auch gab Schläge und die Mutter verprügelt hat, wo ich dann ab circa 13 Jahren dann auch dazwischen gegangen bin, was aber wieder bedeutete, dass ich die Prügel bekommen habe. Und andererseits hatte ich auch Angst, er kommt gar nicht mehr nach Hause, weil irgendetwas passiert ist. Man hörte ja so manches, dass Menschen verunglückten unter ihrem Alkoholrausch und so weiter. Und das war eine ganz schwierige Zeit. Und dann bin ich in der Schule eingeschlafen, was natürlich auch wieder zu Sonderhausaufgaben führte und all diese Dinge. Ja, also 1982 war es dann soweit, da ist mein großer Bruder ist nach dem Westen abgehauen. Mein Vater saß wieder im Gefängnis, mein anderer Bruder wurde geschnappt, auch im Gefängnis, wo er nach dem Westen abhauen wollte. Und ja, da hieß es einfach, du kommst aus einer Verbrecherfamilie. Ne? Da war kein Verständnis da, dass vielleicht jemand gewesen wäre, Mensch, irgendwie müsste man dir mal helfen. Außer einem Ehepaar, und zwar war das Pfarrer-Ehepaar. Und die versuchten mir zu helfen, da stand immer der Pfarrer vor der Tür, wenn ich aus der Schule kam. Und immer wenn ich ihn gesehen habe, da wollte ich schnell zur Hintertür raus, weil ich wusste, bei ihm muss ich wieder Hausaufgaben machen. Und da wollte ich zur Hintertür raus und da hat er seine Frau hingestellt. Ja, da konnte ich nicht anders, da musste ich dann doch mit. Und da gab es noch so ein, zwei Personen, unter anderem auch der Koch, für den ich immer aus der Schulküche, für den ich immer gearbeitet habe. Und da weiß ich aus heutiger Sicht, dass diese Menschen mir geholfen haben, dass sie es wenigstens versucht haben, dass die etwas in mir gesehen haben, was in mir irgendwie, ja, was andere nicht sahen oder was ich selber fast nicht mehr glauben konnte, dass ich irgendwas wert war. Also mein Selbstwertgefühl war, sag ich mal, unter Null gerutscht. Und ja, und diese, irgendwann kippte das so, dass ich angefangen habe, wie verrückt zu arbeiten, dass ich mir durch Arbeit, also Faust ging auch nicht mehr, das wusste ich, das hatte Konsequenzen, da wurde mir auch schon mit Jugendwerkhof gedroht und solchen Dingen von der Schule geflogen, also legte ich meinen ganzen Ehrgeiz drauf, dass ich arbeite und da habe ich wie ein Verrückter gearbeitet und wollte mir dadurch Anerkennung verdienen. Und in der DDR war es ja immer so, dass sie bei guten Leistungen schnell mal irgendeine Anstecknadel oder eine Urkunde und da war ich richtig stolz drauf. Das war das, was mir irgendwie Anerkennung brachte. Aber ich habe auch gemerkt, dass trotz der ganzen Arbeit meine innere Leere immer größer wurde. Und als mein zweiter Bruder 1984 dann nach dem Westen ging, sagte mir meine Mutter auch jeden Tag, wenn du erwachsen bist, gehst du auch, in diesem Staat bleibst du nicht. Naja, und das, wenn man irgendwas jeden Tag
eingetrichtert bekommt, irgendwann denkt man, naja, vielleicht hat sie recht. Und ich hatte dann mich mit einem Mädchen angefreundet, sie war 15, ich war 17, sie wurde schwanger, sie bekam ein Kind. Und gleichzeitig stand ich vor meinem 18. Lebensjahr und bereitete meine Ausreise vor aus der DDR. Und das gab es natürlich einen Riesenknall da in der Familie meiner Freundin. Erstens war ich schon so nicht ganz so der beliebte Schwiegersohn aufgrund der Herkunft. Man kannte sich ja auch über die Ortsgrenzen hinaus, man wusste schon, aber hinzu kam jetzt, dass ich auch noch nach dem Westen wollte. Und jetzt wollte ich wohl die Tochter mitnehmen und da war ganz schlimm. Ja, es war dann so, ich bin dann irgendwann ausgereist und die Beziehung ging dann auch natürlich durch diese räumliche Trennung auch in die Brüche und letztendlich merkte ich auch, dass ich selber völlig bindungsunfähig geworden bin und ich kann es heute nicht mehr auf den Tag genau benennen, aber es gibt eine Zeit, wo ich eigentlich vom Opfer immer mehr zum Täter wurde. Und das muss ich ganz klar bekennen, weil die Opferrolle ist das eine. Und ich merke das auch immer wieder bei meinen Pflegekindern, dass sie häufig gerne in so einer Opferrolle sind, weil man doch da Mitleid erregt. Aber ich sage ihnen auch immer, das ist nicht gut, in dieser Rolle zu bleiben. Aber ich habe gemerkt, ich bin ins Gegenteil gekippt. Ich wurde immer mehr zum Tätern. Ich war völlig bindungsunfähig. Ich lernte dann ein anderes Mädchen kennen. Sie war aus Frankreich und bin dann im Frühjahr 90 noch mit nach Frankreich gegangen. Und mittlerweile erreichte mich auch in Westdeutschland dann die Nachricht, dass mein Vater hier in der DDR, war ja noch DDR, einen riesen Schuldenberg hinterlassen hat und ist nach Westdeutschland gegangen und da brach für mich eine Welt zusammen. Es war wie so ein Vorhang, der auf einmal weggezogen wurde und diese ganzen Erinnerungen aus der Kindheit, diese ganzen Verletzungen, das war auf einmal wie ein Riesenberg stand das vor mir und ich bin damals mit 20 Jahren regelrecht zusammengebrochen. Und ich habe ihn dann gesucht, es hieß, er wäre im Schwarzwald irgendwo im Asylantenheim und ich bin durch den ganzen Schwarzwald, jedes Asylantenheim habe ich abgesucht, habe ihn irgendwann gefunden und habe gefragt, dort immer, wo ist denn mein Vater? Ja, der sitzt drüben in der Kneipe und wo er das sagte, da schoss ein Hass in mir hoch, den ich kaum noch bewältigen konnte. Und ich bin dann rüber und das Erste, wo ich reinkam, fragte mich der Wirt, wer ich bin, sag ich, naja, der Sohn, der sah mir an, dass hier irgendwas nicht stimmt und fragte mich, ob ich nicht die Schulden bezahlen würde von meinem Vater. Und da hat nicht viel gefehlt, da hätte ich den verprügelt. Also ich war nahe dran, mich dort auf eine Schlägerei einzulassen. Und dann ging ich zu meinem Vater, der saß völlig teilnahmslos und apathisch, wie ich ihn eigentlich auch kannte, saß stockbetrunken da. Ja, und ich machte ihm die schlimmsten Vorwürfe. Ich habe nicht mal mit ihm geredet, ich habe ihn regelrecht angeschrien. Und irgendwann bin ich raus und brach eigentlich seelisch zusammen. Bin dann nach Frankreich gegangen zu meiner Freundin, die ich da hatte. Also ich muss sagen, ich hatte dann, das ist wirklich nicht lobenswert. Ich habe dann 89 noch Blitzblatz im Herbst noch eine Frau geheiratet. Wir waren 3 Wochen verheiratet, dann ist sie ja zurück zu ihren Eltern, ist abgehauen und ich bin dann im Frühjahr 90 bin ich dann nach Frankreich gegangen, schon wieder zu einem anderen Mädchen und ja, und ich merkte selber, Mensch, ich bin völlig bindungsunfähig, ich merkte das auf einmal und es dauert auch gar nicht lange, da holte mich die ganze Vergangenheit wieder ein. Ich war ja der Meinung und ich war felsenfest davon überzeugt, ich müsste einfach weg und das so weit, wie es irgend geht, dann würde das schon funktionieren. Aber es dauerte nicht lange, dann holte mich das alles wieder ein und dann fing sie an zu sprechen von Heirat und zusammenziehen und wollte Familie gründen und da habe ich meine Sachen gepackt und bin auf den nächsten Flughafen und bin nach Los Angeles geflogen. Das war meine Reaktion. Genau, Kalifornien. Genau. Genau, ja. Da wollte ich gerade noch einhaken und sagen, das war ja der Zeitpunkt, wo dann auch so schrittweise eine Wende eingeleitet wurde in dein Leben, ne? Als du hier in diesem Land warst. Richtig, also
Ich muss sagen, aus heutiger Sicht ist lange sicherlich ziemlich dramatisch und es war für mich damals auch mit dem Zusammenbruch, ja, ich war gerade 20 Jahre, mit dem seelischen Zusammenbruch, es war auch dramatisch. Aber ohne diesen Zusammenbruch, ohne diesen Weg in die USA, säße ich heute nicht hier. Weil ich hatte dann in den USA, also ich war da völlig, erstmal war alles gut, da dachte ich, okay, also du hast richtig gemacht, weit genug weg, die Probleme hast du, was weiß ich, 12.000 Meilen hinter dir gelassen, jetzt wird alles gut. Aber da muss ich wirklich bekennen, es ist es nicht. Die Probleme, dein innerer Mensch, das Schlechte, all das Böse, was in mir steckte, das habe ich alles mit im Gepäck mitgenommen. Und das dauerte auch gar nicht lange, da kam das alles wieder zum Vorschein. Es war nicht weg. Und als ich das nach circa einem halben Jahr merkte, war ich so verzweifelt, dass ich mir das Leben nehmen wollte. Also ich war wirklich nahe dran. Ich hatte mir das schon ausgemacht. Ich kannte dort mittlerweile am Pazifik eine Stelle, wo man auf eine Klippe gehen konnte. Dort wollte ich runter. Und ich bin dann durch die Stadt gelaufen und da ist Folgendes passiert. Da hörte ich auf einmal Leute singen. Es war an dem Tag nicht viel in der Stadt los, es war Sonntag. Und da hörte ich Leute singen und da stand eine offene Tür. Und offene Türen, ich weiß nicht, wenn jemand schon mal in Amerika war, die haben sogar noch Gittertüren häufig vor den eigentlichen Haustüren, um sich abzusichern. Und das war für mich recht ungewöhnlich, dass dort eine offene Tür war. Und da bin ich neugierig geworden und bin reingegangen und da kamen sofort zwei Männer auf mich zu, luden mich ein und ja, das war mir jetzt eigentlich gar nicht so recht, das wollte ich gar nicht, weil ich war damals die Haare bis über die Schultern, ich Stirnband, zerrissene Jeans, Cowboystiefel und dreckig äußerlich und innen. Und jetzt saßen dort, ich weiß nicht, vielleicht 60, 70 Menschen. Ja, den sah man auch an, dass sie nicht reich waren, den meisten von ihnen. Aber die hatten irgendetwas, die waren sauber, die saßen ordentlich auf ihren Stühlen. Und es war mir einfach unheimlich. Aber aus irgendeinem Grund bin ich geblieben und nicht mehr rausgerannt. Und sie luden mich ein, dann gab es so ein Barbecue danach. Es war sehr schön und keinem schien mein Aufzug und mein Auftritt peinlich zu sein, außer mir selber. Also das war, was mich dann im Nachhinein auch imponierte. Und er erzählte dann von Jesus Christus und dachte, ja, von dem hast du schon gehört, beim Großvater in der Gemeinde und dass er dich liebt, dachte ich, naja, schauen wir mal. Und jedenfalls hat mich das aber so beeindruckt, dass ich immer wieder hingegangen bin. Und irgendwann hatte ich sag mal so, wieder einen Zusammenbruch, aber im positiven Sinne. Irgendwann habe ich erkannt, du schimpfst über deinen Vater, du schimpfst über die, also ich habe zwischenzeitlich auch sexuellen Missbrauch erlebt als Kind und du hast diese Menschen und selber bist du keinen Deut besser. Aber das musste ich erst mal erkennen und das konnte ich erst erkennen, als ich wirklich seelisch so zusammengebrochen war, dass ich mir selber gar nicht mehr helfen konnte. Und das war eigentlich der Punkt, wo ich dann irgendwann zum Pastor ging und ihn fragte, wie denn das gehen soll, wie soll ich denn mein Leben ändern und wie soll ich denn das alles hier hinter mir lassen. Und er hat mir das dann erklärt, dass Jesus Christus eben auf die Welt gekommen ist, dass er für die Sünder gestorben ist und auch für mich. Hatte ich am Anfang zugegebenerweise meine Schwierigkeiten, aber das war mein letzter Strohhalm, wirklich. Das war das Letzte, wo ich mich dann festklammern konnte. Und ich war dankbar und habe mich dann irgendwann dafür entschieden. Und da sagt er einen Satz, den höre ich noch heute ganz deutlich. Da sagt er, go back and fix your life. Also was man so in etwa übersetzen kann, geh nach Hause und ändere oder ordne dein Leben. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin dann zurück nach Deutschland gekommen und das Erste, was ich getan habe, habe ich einen Brief geschrieben. Ich habe als Erstes meinem Vater einen Brief geschrieben und ich habe ihn um Vergebung gebeten für das, was ich ihn all die Jahre mit meinem Hass, auch wenn das vielleicht gar nicht so gemerkt ist, ich weiß es nicht, aber letztendlich angetan habe. Und daraufhin basierten eigentlich zwei ganz, ganz tolle Dinge.
Das erste war, mein Hass auf ihn war komplett weg. Und er ist auch in allen Jahren, obwohl er mich immer wieder verletzte, er war ja nie, nicht jetzt auf einmal geheilt, er war ja nicht auf einmal trocken oder war auf einmal Christ oder irgendwas. Aber dieser Hass auf ihn, der kam nie wieder. Und die zweite Sache, die passierte, er sagt, er saß ja immer noch im Schwarzwald, da in seinem Asylantenheim. Und das zweite, was passierte, war, er sagte, er will zurück nach Hause. Nach über anderthalb Jahren, wo er praktisch aus der Familie raus war, jeder für sich gelebt, meine Mutter, mein Vater. Und dann sind wir losgezogen, meine Schwester und ich, und haben ihn geholt. Und eine Zeit lang kam er sogar mit in die christliche Gemeinde. Ich weiß nicht und ich kann es auch nicht beschwören, dass er wirklich Buße getan hat. Er ist mittlerweile verstorben, aber ich kann nur hoffen, dass er das in seiner Art und Weise, wie er war, irgendwie innerlich mit sich abgemacht hat und Gott auch um Verzeihung gebeten hat und Gott um ein neues Herz gebeten hat. Also das ist meine große Hoffnung. Ja, vielen Dank. Das ist sehr bewegend. Also ich denke auch, dass sich das selber auch bewegt jetzt. Und ja, es ist auch so, ich sage immer, also Gott hat meine Wunden geheilt. Ich habe keinerlei Hass, auch der mich damals missbrauchte. Ich habe keinerlei Hass mehr auf diese Menschen. Und im Gegenteil, ich habe die Kraft, auch dafür zu beten. Allerdings muss ich auch sagen, es gibt manchmal, wenn man eine Wunde hatte und das verheilt, gibt es eine Narbe. Und diese Narben, die schmerzen manchmal bei Wetterwechsel, sage ich immer. Und da gibt es manchmal Zeiten, da geht es mir nicht gut, dann kommt das alles so ein bisschen über mich. Aber trotz allem weiß ich, dass mein Erlöser lebt und dass er mich gerettet hat, wirklich aus schlimmen Verhältnissen. Dort, wo es möglich war, habe ich auch noch um Vergebung gebeten. Es ist leider nicht bei allen möglich gewesen, weil ich bei vielen Menschen gar nicht mehr weiß, wo sie sind. Und ich kann, oder mein Gebet ist dann immer, dass Gott sie irgendwie erreicht und dass sie auch zum Glauben kommen. Und vielleicht wir uns mal in der Ewigkeit wiedersehen. Und dann, ja, dann wird Freude sein, das ist auf alle Fälle klar. Danke, vielen Dank für das, was du uns erzählt hast. Ich bin persönlich sehr dankbar, dass wir uns kennen können dürfen und ja, vielen Dank. Du hast uns noch ein Lied mitgebracht. Wir wollen uns das gleich auf der Wand hier anschauen. Das ist, du hast gesagt am Telefon gestern, das ist mit deinem Lieblingslied "Nur durch Christus in mir". Und ihr könnt gerne mitsingen. Der Text erscheint dann gleich, also die Melodie und Text. Und ja, dann danke ich dir erstmal. Wir danken dir und sind sehr, sehr dankbar, dass Jesus Christus dir so gnädig gewesen ist. Sehr gerne, danke. Ja, jetzt lasst es euch bitte schmecken und bleibt doch da. Ich lade euch herzlich ein für nächsten Monat zum 17. Leuchtturm. Ihr könnt euch gerne Einladungen mitnehmen und ihr könnt euch auch gerne jeder so ein Buch mitnehmen. Die liegen hier vorne liegen welche und wir haben hinten auch welche Lebenswende. 10 Ostdeutsche berichten, wie sie ihre ganz persönliche Lebenswende erfahren haben. Und wenn ihr nochmal von Klaus das nachlesen wollt, nehmt euch das unbedingt mit, das Buch. Danke. Okay.